Ladies and Gentlemen, willkommen zurück bei der letzten Aufnahme für heute. Ja, wir müssen definitiv mal zusehen. Es ist ja schon wieder also 2 Stunden aufgenommen jetzt. Beziehungsweise mit Unterbrechung halt anderthalb. Ja, also ich will jetzt auf jeden Fall, also die Geschichte mit dieser, von wegen die Fishtrap und dann Trichter dran, damit das Zeug automatisch in den Ofen fliegt und so. Also das funktioniert nicht, weil der Trichter automatisch auch den Köder schluckt. Ja, insofern kann das leider nicht funktionieren. Was ich aber trotzdem machen möchte, ist jetzt diese Fischerhütte. Die baue ich noch einigermaßen, ja nicht schnell, aber einigermaßen auf, wo da jetzt der Fisch verarbeitet werden soll. Also da habe ich mir auch schon Gedanken gemacht, wie man das machen könnte. Ja, Branka, du machst noch ein bisschen Häuschen. Ja, ich bin gerade mal wieder am Holzhacken, was auch sonst. Ja. ich tausche quasi gerade den ganzen Wald aus. Und werde gleich noch ein bisschen an meinem Haus weiter tüfteln. Und eventuell werde ich gleich mal gucken, ob ich schon mal irgendwie welche, irgendwas an Tieren einfangen kann, weil ich irgendwie Lust habe, mal so ein bisschen farmmäßig da mein Haus aufzuziehen und vielleicht da schon ein paar Tiere unterzubringen. Naja. Also nicht im Haus, sondern natürlich außen, Stalltechnisch. aber ja. Da bin ich mal gespannt. Also wie gesagt, das ist auch gerade das Interessante, wenn wir hier das Together machen. Ja, jeder macht so ein bisschen seinen Part für sich. Und wenn einer mal Hilfe braucht bei irgendwas oder so, ist der andere zur Stelle natürlich. Und insofern ist das eine richtig idyllisch harmonische Sache. Habe ich mich gerade verjagt hier. Ich habe hier gerade eine Spinne gehört, aber die sind tagsüber ja friedlich. Spinnen sind tagsüber Hey. friedlich? Ja, die sind tagsüber friedlich. Die sind einfach süß und kreischen so ein bisschen rum und wuseln um dich rum, aber die greifen dich nicht an. Die sind dann lieb. Ach, dann haben die immer nur angegriffen, weil Nö. ich Oh. angegriffen Ja, habe. Ja, ja, kann das sein? natürlich. Ja, okay. Verteidigen sich die Armen. Ich habe Spinne gesehen und habe gedacht, drauf, drauf, drauf. Okay. Ach ja, das ist das. Wieder was Neues gelernt. So, Aber aber ich Holz erschrecke mich war das trotzdem richtige vor denen. Stichwort. Ich brauche auch Holz. Ja. Dementsprechend haue ich jetzt auch mal ein bisschen was nieder. Ich will ja das Häuschen, wie gesagt, bauen, das kleine Fischerhäuschen. Haben mir dafür extra ein bisschen Platz gemacht. Was ich gerne noch rausfinden möchte, wäre, wofür man eigentlich dieses Baumharz braucht hier. Das Resin, ne? Ja, das bekommst du halt en masse, wenn du diese Wenn du Bäume fällst. hier, wenn diese Nadelbäume vor allen Dingen, das ist ja auch richtig. Aber was, wofür? Wofür braucht man das? Das. Also wie gesagt, die Erfahrung, wo ich jetzt aus Stardew Valley Das halt ist drüber die. habe, ist halt für Das Bienen. ist die vegane Option für irgendwas, ja. Ah. Verrat mir doch mal mehr Spiel. It's vegan. Ja, toll. That's all you know. Jo, muss kurz überlegen. Okay, alles klar. Ich habe da echt, also so hausbautechnisch habe ich da echt. Ich weiß nicht, weißt du, das war, früher hat man noch sehr viel mehr Fantasie gehabt. Da hat man in der Badewanne gesessen, hat mit dem Schaum gespielt, hat sich dann vorgestellt, das sind irgendwelche Raumschiffe und hat die dann zerblasen oder so irgendwas. Ja. Was ich immer mit meinem Schaum gemacht habe, mit meinem Badewannenschaum, ich habe immer so Höhlen da reingebaut Ah. und habe, ja, und dann, ich hatte ja, oh Gott, ich hatte ja einen halben Spielkasten mit in meiner Irgendwelche Oh. Playmobil-Sachen oder so, Hast auch ein oder Badeentchen halt gehabt? natürlich auch das klassische Quietscheentchen, Ja. weil Baden sich ja scheinbar noch nicht gut genug war. Ich liebe es heutzutage zu baden, aber das ist Ja. so. Ach, ja. Naja, und ich habe mir da mal so kleine Höhlen reingebaut und dann habe ich mir irgendwelche Storys ausgedacht und irgendwelche Abenteuer haben meine Quietschenten dann immer da. Ach, wie Ach geil. ja. Ja, habe ich gern gemacht. Ja, wo ich drauf hinaus wollte, heutzutage fällt es mir dann teilweise doch so schwer, ein bisschen Fantasie zu entwickeln, weil das einfach so im alltäglichen Leben nicht mehr so gefordert wird. Ja, also, das ist schon manchmal ein bisschen Ja, ich kurios. muss sagen, ich bin von Natur aus so ein bisschen verträumter Mensch irgendwie. Also ich bin oft irgendwie ein bisschen verpeilt unterwegs oder wirke verpeilt, weil ich mit meinen Gedanken irgendwie ganz woanders bin. Okay. Dann selten in der Realität. Überall anders. ja, das ist, ja, weiß ich nicht. Also kann Das ist auch einfach kommen. so. Ich glaube, ich habe mir das so ein bisschen erhalten noch. Klingt sympathisch. Ja, aber ich bin momentan auch daran, dass ich aus bestimmten Gründen momentan ja nicht arbeite und auch momentan nicht studieren bin, aus bestimmten Gründen, die ich jetzt nicht näher erläutern will.
und halt eben Zeit habe. Ja? Und wenn man keinen Beruf hat, keine feste Tagroutine, dann darf man sowas auch leicht sagen. Weil als ich meine Ausbildung gemacht habe, da war ich abends platt. Da hatte ich nicht plötzlich Zeit, über den Sinn und Unsinn irgendwelcher Dinge zu sinnieren. Nee. Logischerweise. Da habe ich mir was zu essen gemacht, bin schnell unter die Dusche, um den ganzen Dreck vom Tag irgendwie runterzukriegen. Hab mich vom Rechner gesetzt, bin dann nach fast 1,5 Stunden davor eingeschlafen, weil man so kaputt war, und dann Das nächsten Tag typische dasselbe wieder. junge Leben. Weißt du? Ja. Ja, also Voll schön. deswegen. Ich würde gar nicht mal sagen, dass die Fantasie verschwindet, sondern eher die Zeit, man dafür mal braucht. Ja. Und Minecraft ist so ein bisschen so, dass man da so ein bisschen zurückkommt irgendwie. Genau. Mal wieder ein bisschen abschalten, beziehungsweise. Ich meine, um aus den Klötzen, die man die hat, irgendwie ein sinnvolles und schön aussehendes Haus zu bauen. Ist gar nicht mehr so leicht. Nee. Finde ich nicht, nein. Hab da auch gerade meine Probleme. Sobald es zum Dach geht, nö. Ist vorbei. Ja, total. Die haben da mal ein So. Ziegeldach in Rot gemacht, glaube ich, noch bei der letzten Aufnahme. Also bei, nee, nicht bei der letzten, aber bei unserem Let's Play Together, das weiß ich noch. Das hat auch ganz schön ausgesehen. Das war dann so stufenmäßig. War eine feine Sache. Ja. Ah, es gibt so wahnsinnig viele Ideen. Da musst du ja erstmal Clay für finden. Und zwar Genau. genügend, wirklich in rauen Mengen. Ja. Ich denke mal, das wird bei mir größtenteils eine Holzsteinhütte irgendwie. Aber ja. Mal schauen. Ich habe da auch schon was gebaut. Das sieht total kaputt aus. Katastrophe sieht noch aus. So. Brate ich mir eben ein paar Kürbissamen, hab Hunger. Also wenn du Hunger hast, also Essen ist massig da, wie gesagt. Ich habe da noch einiges in der Truhe. Ja. Wie mache ich das denn jetzt? Ich muss mir langsam echt mal überlegen, wie ich das hier anordnen will. Also, ich kann mich da nicht ewig immer davor drücken. Auch noch ein bisschen zu wenig. Ach Mist. So, was? Ah, okay, wo habe ich das jetzt her? Ich dachte, ich habe keinen Dirt, deswegen jetzt, Ladies and Gentlemen, also nicht verwundert sein. Das war jetzt Gedankenwirrwarr. Ach was. Ach genau, ich komme schon wieder von Zungenz ins Tausendste. Ich wollte doch was machen. Das ist ganz anderes eigentlich. Dieses kommt auf, wenn man mal kurz mal eine Pause macht. Jetzt mal schon wieder raus, gell? Ja, jetzt wird es auch schon wieder dunkel. Ach, das ist doch Mann! Ja. Ich höre schon irgendwo was röcheln. Schon. Okay. Jo, dann ist wohl. Oh, wo ist mein Bett? Mist, ich glaube, das habe ich im Haus. Hast du den Block abgebaut, den ich hier mal irgendwo hingesetzt habe? Oder wo habe ich den nochmal hingesetzt? Welchen Ach, da Block? ist der. Nee, ich habe mal wieder so ein bisschen Jute hier Ah, okay. produziert. Nö, jutemäßig habe ich nichts gemacht. So, wollen wir uns hinlegen oder? Ja, Moment. Oder easy peasy. Ich habe mein Bett aber jetzt nicht dabei. Ich muss jetzt mal wieder in mein Haus rennen. Ah. Oh, ich ist immer schnell dunkel, ey. Ja, die Zeit fliegt, das ist nicht normal. Wir werden wahrscheinlich jetzt noch genau einen Tageszyklus hier mitmachen kriegen, sollen tun, so, dürfen. Ja. Naja, das sind ja, ich glaube immer 8 Minuten oder wie lange geht der Tag? Oder So sieben? ungefähr, Ich bin im Bett. ja, okay, alles klar. Was willst du, warst aber schnell eben, lieber Mann. Sag einer Frau nie, sie soll ins Bett. Zack. Wir schlafen, komm ran.
Wissen du, Arsch? Oh. So, Dalle. Also, mein kleines Mini-Hütchen ist schon mal ein bisschen. Jetzt will ich da, glaube ich, einen Ofen und eine Kiste noch einpacken. Und das wird dann die Fischhütte. Genau. Das heißt, wir brauchen erstmal noch ein Öfchen oder zwei. Machen wir lieber zwei. Wollte doch mal ein Geschenk vorbeibringen. Mia? Ja, ich habe ein Geschenk für dich. Oh. Mal sehen, wo bist du denn? Geschenke, Geschenke. Bin im Haus. Ah, da. Ich brauche zwei Öfen und Öfen brauche ich. Warte mal. Oh, da ist noch Eisen, sehe ich gerade. Hallo. Hallo. Was gibt's denn Feines? Hast du Fischsuppe gekocht? Nee, was viel Besseres. Guck mal hier. Sie kaut mir was vor. Was war denn das? Zeig mal. Oh, ein Backpack. Juhu! Aus dem Jute jetzt gemacht. Wie legt man den an? Den packst du einfach quasi in dein Inventar, also in diese Leiste. Und dann klickst, dann wählst du den aus. Ja. Und machst rechts die Maustaste und dann öffnest du den. Nö, dann nehmen wir es nur in die Hand. Ja, also die Schaufel aus der Hand raus. Ach so, okay. Und jetzt Rechtsklick. Ah, wie geil ist das denn? Da kann man den ganzen Schrott reinpacken. Das ist ja super. Sehr geil. Bitte schön. Dankeschön, vielen lieben Dank. Ja, ich bin so begeistert, dass ich vergessen habe, mich zu bedanken. Das ist typisch Crispy, ohne Witz. Das ist original. Da bin ich so weg von den Socken jetzt, weil ich das noch nie gesehen habe. Ich habe noch nie ein Backpack gehabt in dem Spiel. Das ist so geil. Cool, Dankeschön. I'm proud to be happy. Ja. Ein Ort, das ist ja, also das ist ja, also das ist ja Gold wert, das muss ich aber echt sagen, ey. Wenn ich mir vorstelle, wie nervtötend das teilweise mit dem Inventar ist, ey, du bist gerade mal unterwegs irgendwo, denkst überhaupt nicht dran, dass du mal gerade deine aktuellen Sachen, oh, Alter, da durch die Tür, irgendwie ablegen musst und da hast du auf einmal alles voll. Und dann, nee, du wolltest doch das noch mitnehmen. Ah, sehr gut. So, wunderherrlich. Jetzt habe ich wieder einen Haufen Grillen. Das ist doch, also das gibt's doch nicht. Ich würde gern wissen, ob es eine Möglichkeit gibt, diese Grillen irgendwie loszuwerden. Ja. Vielleicht wird irgendeiner ja mal was sagen und. Genau. Ladies and Gentlemen, Selbstschussanlage für Grill. Keine Ahnung. Wenn ihr irgendwie was Gutes wisst, wie ihr die Viecher loskriegt, weil die schwimmen ja tatsächlich durchs Wasser, die Mistviecher, und gehen dann an Land hier auf also auf unsere Farm. Ja, das ist halt, da wirst du doch, also das ist doch, da kriegst du doch Schuppen, ey. Ich würde halt höchstens sagen, dass man irgendwie quasi das so macht, dass die, dass es da keine wirkliche Grünfläche gibt. Aber ja. Ja, kannst du ja nicht alles umgraben, bloß damit da keine Dinger spawnen. Das ist ja auch also nicht so der Sinn und Zweck Naja, das wäre des halt eine Ganzen. Möglichkeit, ne? Das Problem ist, du musst dann alles auch unter Wasser legen, damit das Zeug auch immer zu bleibt, weißt du? Das heißt, man müsste Ja. dementsprechend alles umbauen. Naja. Wäre auf jeden Fall mal eine Herausforderung. Ja, definitiv. So. Wollte ich jetzt machen, genau. Das ist der Crispy Hohlbirne, hat jetzt dran gedacht, hier die Öfen hinzubauen, aber. Okay, ist ein bisschen übertrieben, ich geb's zu, aber den kann man immer noch abbauen. So. Ich will nämlich noch eine zweite Fishtrap bauen. Damit das Thema dann auch. Irgendwann, jetzt schwimme ich drifte davon. Was geht denn? Ist das so eine starke Strömung hier, sag mal? Bleibt doch mal auf der Fishtrap stehen. Ja, genau so. Ich habe mir jetzt mal solche Drawers gebaut, also solche Schubladenkisten. Ah, okay. Ja, aber ich drücke mich gerade davor, mir Gedanken zu machen, wie ich die zweite Etage baue oder wie ich den Boden weiter auslege, sondern mache erstmal wieder was anderes. Siehst du, das können wir uns mal für die nächste Folge definitiv vornehmen, dass ich mir dann auch nochmal anschaue, wie man die baut und dann vielleicht schon anfängt mit dem Lagerhaus, was ich mal in Gedanken hatte. Ja, wobei ich jetzt hier gerade auch erstmal Sachen in meinem Haus ein bisschen einlager, was halt so Sachen, die ich immer mal wieder brauche, wenn Ja ich klar. irgendwas bauen will. Natürlich gerade keine
Strings dabei. Yeses. Also einmalig geht. Okay, cool. So, wo habe ich die Strings hin? Die String-Theorie. Kennst du die? Nee. Nein. Hab ich da, ja, aber da habe ich keine Ahnung von. Ach so. Natürlich. Ich gucke ja, guck ja diese Serie auch, ja. Ne? The Big Bang Theory, by the way. Ja. Meiner Meinung nach, ich habe es vorhin auch schon erwähnt, bei Panka, die zweitgeilste Serie nach Game of Thrones natürlich. Ich bin ja total gigantischer Game of Thrones-Fan, ja, also. Ich glaube, da werde ich nachher auch mal wieder ein paar Folgen schauen. Ja, super. Oh. Ja. Ich muss mir das Springen abgewöhnen. Man darf ja auch in deiner Gegenwart nichts gegen diese Serie sagen. Nein. Nein. Du darfst gegen alles, immer alles sagen, ja. Aber gegen... Was hast du... Warum? Gibt's was gegen die Serie zu sagen? Nein. Ich bin schon am Verzweifeln hier jetzt. Sie hat schon... Allein der Gedanke, dass es etwas gegen diese Serie geben könnte, ist schon verstörend. Nein. Nein, ne? Also wirklich nicht. Also das war... Alles gut. Ich finde die so genial. Also gerade der Gedanke eben, dass da teilweise Sachen passieren, wo kein Schwein damit rechnet. Ja, also einfach mal so mittendrin. Das ist, ach. Das ist das, was teilweise fehlt. Dass auch mal die Bösen irgendwo die Oberhand mal halten eine Zeit lang, ja. Und nicht immer nur die Guten gewinnen. Und man weiß, weil teilweise, man weiß ja immer bei den Superheldenfilmen, wie es ausgeht. Der Gute gewinnt, boom, das war's. Ja, also es ist dann einfach nur noch die Frage, wie es passiert. Und das finde ich manchmal so irgendwie erdrückend. Und hier hat man jetzt wirklich bei Game of Thrones, jetzt im aktuellen, in der aktuellen Staffel, ist es zumindest mal so, es sieht alles danach aus, als würde, sagen wir mal, das schlechte Haus ziemlich weit vorne stehen im Prinzip. Ich rede hier vom Haus... Lannister? Ich habe keine Ahnung. Nee, Lannisters sind eigentlich schon ziemlich ausgelöscht, ja, also... Okay, interessant. Aktuell, ja, definitiv. Nee, hier, dieser Böse, dieser, der, wo den Geek da, Gott, du, ich habe, wie gesagt, nur die erste Staffel gesehen, ich habe keine Ahnung von dieser Serie. Ja, ist auch besser, glaube ich. Ich weiß es nicht. Der... Ramsay Snow, genau, der jetzt Ramsay Bolton, der Lord Bolton geworden ist. Was? Aber die sind doch nett gewesen, oder nicht? Boltons, die waren ursprünglich mal die Verbündeten zu den Starks, genau. Ja. Bis der Vater dem Stark das Messer in die Herz gerammt hat. Oh, dass du das gesehen hast, das ist so eine epische Folge, ey. Da kriegst du so einen richtigen Hardcore. Nee, ganz ehrlich, ich gucke ja eben die Serie aus dem Grund nicht, weil mir die erstens viel zu brutal ist und auch viel zu sexistisch an vielen Stellen. Findest du? In der ersten Staffel wird doch in jeder Folge irgendwie mehrfach gerammelt und irgendwie, weiß es wird, nicht. Sag mal, offen mit dem Thema umgegangen. Ich finde es jetzt aber nicht sexistisch hingestellt, sondern es ist wirklich, es ist jetzt nichts, was in den Vordergrund gestellt wird. Ja. Es sind halt nur die Situationen, die einfach da sind, ja. Mich hat es halt irgendwann einfach gestört, weiß ich nicht. Deswegen, keine Ahnung. Halt auch diese übertriebene Gewaltdarstellung hin. Also ich find's halt übertrieben. Wenn das jetzt einer behauptet über diese Gladiatoren-Serien, dann finde ich das absolut... Ja, hab ich gar nicht. Wenn das Blut dann extrem gegen den Monitor spritzt und der ganze Kram, ja. Also wenn da einer da meckert, das kann ich nachvollziehen. Aber hier ist es wirklich eine gesunde Mischung, meiner Meinung nach, von einer Fantasy-Serie, weil es ja halt auch Drachen gibt und Zauberer und der ganze Kram, ja. Das ist das, was mich dann auch noch mitnimmt. Also gerade, als ich dann die eine Folge gesehen habe, die letzte Folge von der ersten Staffel war es, glaube ich, wo Daenerys Targaryen sich verbrennen lässt mit den Dracheneiern und dann aus der Asche hervorsteigt, unverbrannt, mit den Drachen geschlüpft, ja. Boah, da kriege ich, Gänsehaut. Also das ist, wow. Ja, die erste Staffel habe ich ja auch irgendwann mal komplett gesehen, aber ja. Das sind so epische ich bin nicht so gehypt worden von der Serie, muss ich halt einfach mal sagen. Schade, echt schade. Also wirklich schade. Aber okay, wie gesagt, ne, also das Geschmäcker sind verschieden, das ist um Gottes Willen.
Will da niemand mein Ding auf. Also, das ist ja auch Quatsch. Aber hier tatsächlich mal ein Bone gefunden in dieser einen Trap, gell? Sehr Ja. cool. Da liegt gerade übrigens wieder Boden. Während wir hier gesprochen haben, ist mir eine Idee gekommen. Das ist Ah. Wahnsinn. Ich weiß Bin noch nicht, ob mir gespannt. das gefällt, aber irgendwie hat das gerade was. Ich muss ehrlich sagen, ich verbabbel mich zu sehr teilweise. Also ich habe jetzt, glaube ich, in den letzten 3 Folgen, 4 Folgen, 5, 6, 7 Folgen echt nicht viel gemacht. Ja, ladies and gentlemen, Ja, also das ist also. Ich lenke mich selber durchs Babbeln so sehr ab, dass ich teilweise nicht dazu komme, das zu tun, was ich vorhab. Aber okay. wird übrigens schon wieder dunkel. Ja, komm, einmal schlafen geht noch, komm. Wir verabschieden uns dann irgendwann am Tag. Ein paar Okay. Minuten haben wir noch. Ich werde mir auch definitiv, Ladies and Gentlemen, ich verspreche es euch, ich werde mir definitiv mal Gedanken machen und mich vor allen Dingen mal informieren, was überhaupt hier alles möglich ist, was man alles bauen kann, machen kann, tun kann. Und werde mir mal ein Projekt fürs nächste Mal definitiv vornehmen, was man euch auch präsentieren kann. So nach dem Motto, guck mal, was guckt mal, was hier überhaupt möglich ist, ja. Und da ein bisschen mehr zeigen, ja. Also ich finde es zwar echt gerade faszinierend. Ich glaube, ich muss mich selber kaputt lachen, dass ich so planlos bin und alles. Aber wie gesagt, da will ich schon ein Ja. bisschen mehr präsentieren in Zukunft. Pranka wird mit Sicherheit auch bis dahin wieder mit ihrem Bruder ein bisschen gespielt haben. Und Ja, dann auch. der hat sich ja schon gestern so war ein wenig enttäuscht, dass ich dann keine Lust mehr hatte, noch mit ihm zu spielen, weil ich hier so lange Oh, war. jetzt kriege ich noch ein schlechtes Gewissen zum Schluss hier, Nee, was? ey. Ja. Lieber Bruder von Branka, wie heißt er eigentlich? Hat er einen Nicknamen oder? Ich glaube, das sage ich jetzt mal lieber nicht, weil Okay, also hat er nicht nochmal einen Nick, den man nennen könnte? Privatsphäre und so. Ja, keine Ahnung. Ich Okay. sage lieber gar nichts. Ich rede wahrscheinlich eh schon viel zu viel. Wir wollen es natürlich nicht, dass sie sich mit ihrem Bruder jetzt deswegen verscheißt, also um Ach, Gottes Willen, ja. Quatsch. So schätze ich aber, wenn eine Pranka so ist, wie sie ist, ja, dann kann ich mir nicht vorstellen, dass ihr Bruder da sehr viel anders ist. Nee, Bestimmt auch ein wir ganz sind lockerer uns. Typ. Ja, doch, Doch, kann absolut. ich mir gut vorstellen. Ganz liebe Grüße übrigens mal, unbekannterweise, ich kenne ihn ja überhaupt nicht, aber trotzdem mal ganz liebe Grüße unbekannterweise an diesen Bruder, Ja. der ja auch im Prinzip ein bisschen dazu beigetragen hat, dass die Panga sich überhaupt dazu entschieden hat, Minecraft zu zocken. Ja, doch. Glaube, das kann ich schon so sagen, Ja, er hat es mir damals geschenkt. ja. Ah, also insofern ist das Zum sowieso. bestandenen Abi damals, Ah, ja. also schuldig im Sinne der Anklage, definitiv. Tja, lieber Bruder, mitgehangen, mitgefangen. So ist es. Sollen wir So. nicht ein Pseudonym für ihn irgendwie erstellen? Warte mal. Ja, Basuf, Branka, Brankus. So irgendwas in der Richtung. Macht er da mit? Nee, ich glaube nicht. Brankas Bruder ist jetzt Brankus. Keine Ahnung. Jetzt auch nichts. Ich will mich nicht Oh verscheißen je. jetzt. Okay, ich rede mich gerade in einen Todesschwall. Ich merke schon. Apropos Hardcore-Serien. Oh, nice. Mal sehen, ob das jetzt aussieht, was ich hier mache. So, okay, Ladies and Gentlemen, ich würde sagen, für die letzten 2, 3 Minuten, die die ursprüngliche Folge noch hat, gehen wir mal kurz zu Branka und schauen mal, was sich da noch Neues getan hat. Ja. Ich glaube nicht viel. Also von außen. Nee. Auf jeden Fall hat sie auch einen Haufen Schrecken vor der Tür. Total. Ich brauche Oh. immer lange, bis ich mal eine Idee Oh. habe, wie ich das machen kann. Spielen wir Schach? Ja, weiß ich nicht. Ne? Das Ich hast du jetzt auch weiß mit noch der nicht. Schüssel gemacht, ne? Die unterschiedlichen Muster. Ja, genau. Aber Ich weiß schön. noch. Ja, weiß ich noch nicht. Ich finde es toll. Ich. Also das sind echt Mal Ideen, die man gucken. klauen könnte. Ja, mach ruhig. Also, ich hab leg da kein Patent drauf. Ja, also ich bin ja eher der Typ, weißt du, ich mag etwas nicht kopieren, überhaupt nicht. Aber ich mag sowas als Ideenvorlage im Prinzip, um mir dann mein eigenes Ding da draus zu basteln. Ich finde es geil. Also gerade auch mit der Umrandung, dass es so schön funktioniert, dass es Ja, dann ineinander übergeht. das dachte ich nämlich auch. Wie geil ist das denn? Ja, Dann wollte ich da erstmal Hammer! mit, damit wollte ich erstmal rumexperimentieren und gucken, wie das so geht. Nee, also absolut gelungen, gell? Also. Als du das jetzt gerade gebaut hast, habe ich noch gedacht, oh, das ist aber ein komischer Rand dann im Endeffekt. Aber wenn das hier dann ineinander, also das ist ja geil.
Also die Schüssel muss ich mir auch nochmal genau angucken, definitiv. Oh ja. Sehr geil. Aber Okay. dazu dann in der nächsten Folge mehr, Ja, wahrscheinlich. auf jeden Fall. Ladies and Gentlemen, es wird Zeit für heute zu beenden. Wir haben jetzt auch noch einige Aufnahmen. Also ich habe jetzt mal alles bearbeitet und hochgeladen. Das wird jetzt übers Wochenende noch alles hochkommen bis Folge 14. Wir haben heute aufgenommen, Aufnahme 15, 16, 17, eventuell 18. Ich weiß gar nicht mehr, waren es jetzt 3 oder 4. Ich Auf meine, jeden es ist jetzt die vierte sogar, glaube ich. Ja, okay, krass. Wahnsinn. Ey, die Zeit fliegt, das ist nicht normal. Auf jeden Fall gibt es Ja. viel Material für euch zu schauen. Wenn ihr übrigens auch irgendwelche Ideen habt, wenn ihr sagt, ihr wollt irgendwas Bestimmtes sehen, ich werde übrigens hier in die Richtung das Lagerhaus bauen, so ungefähr. Genau, hier kommt wie gesagt der Wintergarten dran. Und okay, wenn ich mir jetzt den Unterschied von ihrem Haus anschaue und mein Haus, oh, ich möchte nicht hingucken. Oh. Das ist so ein bisschen. Oh. Aber da geht noch was, Leute. Also lasse ich mir definitiv was einfallen. Das wird auch so eine Offscreen-Szene mit Sicherheit werden, ja, dass ich dann einfach mal das Haus ein bisschen umbaue und euch dann überrasche nach dem Motto, guck mal hier, tada! Sieht doch gleich ein bisschen besser aus. Ja, schauen wir mal. Lassen wir uns überraschen. Ladies and Gentlemen, ich sage danke fürs Zuschauen. Branka, vielen Dank fürs Mitspielen. Wenn Ja, ihr, immer gerne doch. wie gesagt, irgendwelche Anregungen habt, tobt euch aus. Branka freut sich auch immer, irgendwelche Kommentare zu beantworten, wenn ich nicht dazu komme. Und Ja, ansonsten immer mal einen genau. schönen Daumen nach oben da lassen. Das freut mich. Okay, dann. Absolut. Also in dem Sinne, dann, ne, Branka, das sehen wir Schaf uns beim sagt nächsten. goodbye. Ja. Mäh. Bis zum nächsten Mal dann. Hast du nicht mal Ja. gesagt, du willst ein bisschen mehr mähen? Ja, Entschuldigung. Ja, deine Chance. Hab ich vergessen. Nee. Jetzt schäme Okay. ich mich. Frage, das Schaf schämt sich. Okay, alles klar, Leute. Also, wie gesagt, bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Bis dann. Bye bye. Tschüss. Bye.